Ja, Leute, es geht weiter mit Dragon Ball Z. Burst Limit. Im letzten Part haben wir Freezers nächste Transformation gesehen. Und jetzt ist die Kraft von Freezer dran. Wir auf normal. Wir sind Kid Gohan und dürfen uns mit Freezer messen. So. Na, mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Los damit! Na, das soll ich nicht. Hier lasse ich das sein. Das. Ich muss viel reinhauen, weil ich habe bloß 3 Strich und er hat 5! So, ich soll mal ein bisschen was labern hier. Zack, 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 zack. So, wir hauen jetzt auf Freezer ein, seine. Vorletzte. Was? Seine. Na, seine. Vor. Nee, nee. Seine aktuelle Verwandlung hier, ich nehm's. Danach kommen noch 2 Verwandlungen. Ja, ich spoiler jetzt mal ein bisschen. Aber was ist da schon spoilern? Es kam, wurde schon zigmal kam das schon im Fernsehen und was weiß ich wo überall noch. So, erstmal mein Potenzial erhöhen. Jetzt muss ich aufpassen. Oh. Ja. Abgewehrt. Zack. So. Au. Na warte. Komm, wir haben ihn gleich. Zack, zack. Komm, schön, ja. Wir werden doch Freezer erleben. Wir werden doch nicht etwa an Freezer scheitern. Das wollen wir nun echt nicht hier. Gerade Freezer ist ein. Naja, nicht gerade ein schwieriger Gegner. Und da haben wir ihn. Da haben wir es gepackt. Nach 3 Minuten ungefähr. 3 Minuten haben wir es für den gebraucht. Naja, 3 Minuten. Machen 3 Minuten. Mal sehen, was wir in einer halben Stunde durchspringen können. Meine letzte Transformation! Na gut, letzte Transformation. An sich hat er nur eine Transformation, ist schon richtig. Nur er hat ja noch. Die volle Power. Ich bin nicht so der Dragon Ball. Deswegen bin ich da nicht sicher, aber im Prinzip kann er sich ja noch einmal sein Potenzial erhöhen. Ne? Seine finale Form an sich ist das schon. Ist schon irgendwo richtig, aber im Prinzip kann er sich noch mal verstärken an sich. Ich erzähle nur Schwachsinn, das ist Dragon Ball. Ich habe da keine Ahnung von. Ich werde auch nie Ahnung davon haben wollen und haben. Oh, wir sind Vegeta gegen Freezer. Ist bei. Der wahre Form. So,
Tja, erzähl nicht so einen Scheiß. Ich weiß zwar nicht viel, aber das bist du garantiert nicht, Vegeta. Au! Au! Jetzt nicht vor Verkackeiern hier, vor Hundepiepeln. Wenn ich doch mal einen anständigen Kampf hier. Yeah! Todesball! Tja, mein kleiner Todesball war besser als deine Galligan. Wow! Na, komm her! Komm her, du Bolzen! Au! Au! Oh oh, Spatzmärchen gibt's wieder. Button Smashing for the win! Naja, Button will ich nicht gewinnen, aber. Dann zeige ich dir mal meine. Au! Ich wollte gerade meine beste Attacke zeigen, mal wieder. Wie habe ich das überhaupt gemacht? Ich habe das kleine Kügelchen zurückgeschlagen. Ich glaube es nicht. Yeah! Zack! Daneben! Verdammte Scheiße! Zack! Ja, du bist am Limit. Ich soll aber ein bisschen mehr reden, weil es ist so eine Sache. Ich kann bei Dragon Ball Z nicht viel erzählen, weil ich einfach nicht in der Thematik drinne bin, sagen wir es mal so. Ja, Freezer, das werden wir sehen. Zack. Na, dann wollen wir es mal hier hoffentlich beenden. Todesball! Verdammt. Jetzt habe ich ihn. Flieg mal zu Boden, Vegeta. Nein! Nein! Kann man bei 7 Minuten. So, was kommt als nächstes? Erstmal, welchen Rang haben wir? Welchen Rang haben wir? Wieder ein A-Rang. Habe ich überhaupt das normal gehabt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt normal gespielt habe. Ui, jetzt geht's richtig los. Das ist normal, so Goku gegen Freezer. Jetzt mal richtig ab hier. Goku gegen Freezer, jetzt geht's ab. Hey, das geht ab. Nee, das wäre ja dann Copyright, lachen, was ich war. Ganz kleines Stück. Das werden wir sehen, ob du jeden einzelnen vernichten kannst. Ich werde das aber zu verhindern wissen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Genau so sehe ich das auch. Oh, ich komme von der Erde. Supi. Ach nee. Macht irgendwo keinen Sinn. Ich bin zwar ein Saiyajin, komme aber von der Erde. Ich tue zwar irgendwo, aber. Ich hätte eher. Passend hätte ich gefunden, ich bin zwar ein Saiyajin, aber hab mehr drauf als alle anderen. Das wäre zwar arrogant gewesen, aber ich hätte das besser empfunden als ich bin ein Saiyajin, aber ich komme von der Erde. Ja, ja. Geboren bist du auch auf Planeten Vegeta, sagen wir es mal so. Genki-Dama!
Naja, es gibt. Es ist halt so, dann ist es halt so. Naja, ist ja eigentlich egal. Komm, wir werden uns mal hier Freezer Spite aufs Maul kloppen! Au! Das kann ich auch, aber ich mache lieber das hier. Kaioken! Boah! Der wird uns doch nicht hier besiegen! Kamehameha! Wir lassen uns nicht von dir besiegen, Freundchen! Au! Schauen wir doch! Kamehameha! Zack, zack! Wir lassen uns doch nicht von dir besiegen! Zack, zack! Genki-Sama! Ah, da, Schütze hat immer nichts gebracht, was? Zack! Jetzt aber, komm! Komm her! Zack! Kamehameha! Boah! Er hat uns besiegt! Ich glaub's nicht! Ach nee, jetzt, oder? Gibt's doch ja jetzt nicht! Das gibt doch nicht! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Schade. Wollen wir den Fame mal wieder ausbügeln? Au! Jetzt hauen wir dir voll eine drauf hier, Freundchen. Au! Gibt's ja nicht! Komm her! Zack! Genki-Dama! Willst mich wohl vor Hunde piepeln hier? Kamehameha! Kamehameha ging daneben! Zack! Jetzt aber! Komm, Kaioken! Zack, Kamehameha! Oh, hab ich Pause gedrückt. Jetzt bin ich auf die Pausentaste gekommen. Genki-Sama! Willst du mich verhunde piepeln, oder? Na? Wie unterhaltsam, wie unterhaltsam. Hey! Dann riskiere mal den 20-fachen Kajon. Ah, verdammt! Scheiße! Schon wieder! Na, warte! Gibt's doch nicht! So kann man eine Folge auch strecken! Das wollte ich aber eigentlich nicht strecken! Ich wollte, dass du so weit wie möglich noch kommen hier! Scheiße hier! Komm, gehst dich aus mit Laden! Gehst dich aus mit Laden! Oh!
Komm her, du. Die mich ver. Ohne Piepeln hier. Kamehameha. Jetzt du nicht. Verarsch mich nicht. Komm her. Jetzt aber! Treffe dich wieder, Genki-Dama! Hey! Komm her! Kommst du her? Au! Jetzt! Lass die Scheiße! Dann schieße ich die Kamera mal an den Rücken. Das kam ja mehr. Jetzt lass das! Jetzt hör auf mit dem Kack-Freezer! Geh mir nicht auf den Keks-Freezer! Jetzt aber. Komm, Genki-Dama! Zack! Ey! Willst du mich ver. Ohne Piepeln hier! Jetzt aber, komm! Komm schon! Verdammt! Gibt's doch nicht! Jetzt langsam was hier reicht's aber! Das dritte Mal verloren gegen Freezer! Komm schon! Jetzt aber! Zack! Und hops! Dann halt nicht! Aber komm schon! Krieg ich dich aber, Freundchen! Willst du mich. Du kannst mich mal langsam. Ich will hier noch anderes sehen, also nur. Außer nur dich. Reicht aber langsam! Ich hasse das Spiel! Das Spiel will mir auf die Nerven gehen. Jetzt. Sag mal! Geh mir nicht auf den Keks! Ja, es ist unterhaltsam, ist mir klar. Weil du mich besiegen kannst. Jetzt muss ich wieder Button Smashing machen. Jetzt reicht's mir langsam, Freezer. Gibt's doch nicht! Schon wieder! Kann doch nicht euer Ernst sein!
Leute, das machen wir jetzt so, damit wir es geschafft haben. Auch wenn ein paar 3 Stunden dauert. Warte. Das kann ich auch, Freundchen. Komm schon. Krieg ich die aber. So Leute, ich bin ein wenig ruhiger jetzt erstmal. Brauche ja Konzentration. Ich versuche es zumindest. Jetzt reicht's aber langsam hier. Ich sehe diesen Typen jetzt hier. Das ist eine nervige Angelegenheit hier. Das Geschütze. Das nervt am meisten im Spiel. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Dieses ständige Geschütze vom Gegner. Jetzt kriegst du meine Genki-Dama ins Gesicht. Du überhaupt nichts dagegen machen kannst. Das Schützen kannst du nichts machen, außer den Abwehrbrecher, oder den... Sorry, aber so viel habe ich nun nicht im Spiel nicht intus, dass ich das weiß. Verpatze ich dir eine Genki-Dama! Schon wieder diese scheiß Szene. Reicht aber langsam. Jetzt kriege ich dich aber rein. Also... erledigt. Yes. Wie nervt das? Jetzt reicht's aber langsam. Oh, scheiße! Jetzt habe ich ihn! So Leute, ich habe ihn! Habt ihr ja gesehen! Also irgendwie strengt das an. Irgendwie strengt das an. Mir ist gerade ein bisschen schwindlig. Ich glaube, ich bin mit dem Projekt bald durch. Es ist ja heftig. Ja, gegen die Dame, dann setz sie ein. Guck auf die Uhr. Fast, also ungefähr 24 Minuten. Eigentlich bin ich für den Track Set Bart schon lang genug. Aber wollen wir noch ein bisschen mehr hier reinbringen, die Chose. Ich muss mir mal kurz was zu trinken holen, ich bin gleich wieder da.
So. Da bin ich wieder. Ja, Freezer hat die gegen die Dame in die Fresse gekriegt. Und das heißt für uns. Eigentlich denkt man, hat Freezer erledigt. Schau mal, ich mache den nächsten Kampf auch noch rein. Naja, dann werden wir natürlich sehen, wie ich vorankomme. So, dann haben wir hier, wir gucken mal, wir waren hier, ja, den nehmen wir jetzt auch noch rein, den legendären Krieger. Der legendäre Krieger erwacht. Das wird hoffentlich wieder ein einfacher Kampf. Den habe ich damals so oft mal gemacht, wo ich das erste Mal durchgespielt habe. Naja, den habe ich noch so oft gemacht danach. Weil er die meiste Laune gemacht hat, sag ich jetzt mal. Aber wir sind da nicht mehr so oft, weil Dragon Ball Z mein Fall ist. Es ist Freezer erlebt! Oh nein! Er lebt! Er hat Krillin! Was macht er nur mit Krillin? Er wollte ihn doch nicht umbringen! Ups. Ich hab grad Bagger verstanden. Idiot! Bagger, zu deutsch Idiot. Aber das hat er garantiert nicht gesagt. Es hat Google als Idiot bezeichnet. Kannst du es wagen? Kannst du es wagen? Oh, jetzt geht's los. Jetzt steigt Gokus Potenzial und er wird zum Super Saiyajin! Siehst du, so schnell kann man das machen, anstatt in der Serie 3 Folgen draus zu machen oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie das dann hat. Die Verwandlung, 3 Folgen Verwandlung. Sorry, ist aber nun mal so. Ist nun mal so. Muss doch zugeben. 3 Folgen lang Spannung aufbauen und 1 Folge dann diese Spannung halten. Da hat sich Freezer komplett gezeigt, 100% gezeigt. Was er aber nicht lange halten kann, an sich. Hier ist wie schon Witter auf dem Sack. Freezer. Mir nicht schon wieder auf den. Zack! Kamehameha! Und das ging natürlich daneben! Zack! Komm schon! Zack, zack, zack! Komm schon! Wir tun langsam die Pfoten weh. Da bin ich ganz ehrlich. Der Kampf mit Freezer hat ganz schön angestrengt. Jetzt geh mir nicht auf den Keks! Wie ist mir vorhin schon die ganze Zeit auf den Keks? Zack! Man kann ganz Planeten zerstören, aber nein, sind Mann nicht. Super. Also jetzt gefällt mir so gut Geschirr besser, aber ganz ehrlich. Ist nicht mehr so piepsig. Jetzt fängt es wieder so piepsig zu reden. Gibt's da nicht. Drecksack. Schön. Werde ich in Stücke reißen? Das werden wir mal sehen, wer hier wen Stücke reißt.
Kurin. Kamehameha! Da könnte sie nicht dagegen, ja, was? Zack! Jetzt hau ich aber noch mehr raus hier! Das war der Ultimate Finish KO! Diesmal hatte Freezer keine Chance. Diesmal hatte Freezer keine Chance. Ich bin gerade bei 30 Minuten. Ach, jetzt battelt er um Gnade oder was? Er will gerettet werden. Nee, du. Nein, nein, nein. Diese Gnade-Bettelei. Er ist doch selber schuld. Er hat den ganzen Planeten zerstört. Er! Freezer lernt es doch nie. Er lernt es. Er hätte überleben können. Oh nein. Er ist selber schuld. Er macht immer dieselben Fehler. Naja. Ja, yeah. Da war wohl der, ich sag mal, erste Teil des Spiels beendet. Jetzt sehen wir hier nämlich schon die Credits. Supi, es geht natürlich noch weiter. Also die Credits sind es noch nicht, aber so ein kleiner Rückblick, was passiert ist bis jetzt. Raditz. Obwohl, das, an die Szene kann ich mich nicht erinnern, ne? Also zumindest jetzt im Spiel. Mit dem Hintergrund, sag ich jetzt mal so. Die, ja, die kenne ich. Weil ich den Kling Goku ja auch Goku an und gesehen habe, die da gerade war. Piccolo's Zellspirale! Naja, da hatten wir Raditz besiegt. Da gab es Vegeta gegen Nappa, den Ort kenne ich auch nicht. Peter Nappa. Ja, wir haben Chu gegen den Pflanzenmann und da ging Yamchu drauf. Der arme Kerl. Da wurde Nappa ganz gewaltig unter Druck gesetzt. Chaozu ist gestorben. Da hat Piccolo einen ganz gewaltig abgekriegt. Da gab's Goku gegen Nappa! Mündet dann natürlich in einem Kampf gegen Vegeta, der epische Ausmaße nahm. Mit dem finalen Zweikampf des Galick-Strahls und des Kamehamehas. Wobei Gokus Kamehameha um einiges stärker war. Und Vegeta somit erledigt hatte. Und Goku und seine Freunde gingen zu Planeten Namek. Um einen aufzuhalten, nämlich Freezer. Um die Dragon Ball zu sammeln, um
ihre Folge zu beleben. Und da lebt dann ab dem Genio-Sonderkommando. Durfte sich Freeza stellen. Wobei der Freezer-Kampf seine Zeit bedauerte, Sachen gefasst. Man sagt das mal so. Goku in Kapsel, der sich auf den finalen Kampf gegen Freezer vorbereitete. Bis dann natürlich zum finalen Kampf kam zwischen den beiden, der einfach nur episch war. Sag ich mal. Also nicht episch war, war nicht wirklich eigentlich, aber. Und da kommen wir zur Genki-Dama, die Goku gesammelt hat, um Freezer zu erledigen. Die leider nicht gereicht hat. Und da, nach dem Tod Krillins verwandelte sich Goku in einen Super Saiyan, den legendären. Legendärer Super Saiyan ist es ja gar nicht, das ist ja eine Broly. Aber das kommt später. Dann gab es noch einen weiteren Kampf zwischen Freezer und Goku, welcher ganz mächtige Ausmaße nahm, Sachen wie mal so. Und Freezer am Ende als Verlierer dastand. Haben wir ja alles gerade erst gesehen. Haben wir alles in diesem Part schon gesehen. Und somit haben wir Freezer, einen weiteren Feind in der Ära, erledigt. Wobei es hier in dem Spiel der letzte war. Ne, der vorletzte war. Der vorletzte gegen Feind, den wir zu bekämpfen hatten. Diesen Kampf habe ich mit Zetran erledigt. Super. Gokus Familientraining. Ja, jetzt kommt dieses Training. Bonuskapitel ist jetzt verfügbar. Gucken wir uns mal. Das ist gut. Wir haben Bonuskapitel. Wir haben das Bonuskapitel. Ja, das war, glaube ich. So, ja. Das ist dann die nächste Saga, die uns erwartet. Das hier darf man nicht. Ich bin kurz am gucken. Da gibt's, glaube ich, nichts mehr. Ja. Kapitelquote 80%. Das liegt doch mal sehr gut. Warum nicht so? Weiter gehe ich, kann ich noch gar nicht. Hier können wir die Details nochmal ansehen, wollen wir aber nicht. Bonuskapitel. Egal, so. Wieder auf ihn zurückgegangen. Da sehen wir schon, was uns nächstes erwartet. Die Cell-Saga, die letzte Saga, die Saga in dem Spiel. Naja, ich mache dann hier den Schluss für den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich was gewechselt. Scheiße. Ja, ciao.